passiert. Wenn es hier 3-0 steht, brauchen wir uns nicht beschweren. Das ist Wahnsinn, da kriegen wir eine Chance. Mann, das 1-1. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es ein Stück besser. Aber wir spielen natürlich auch mit dem Feuer. Das ist dann, wenn man mal einen Schritt zu spät kommt, ist das brutal zu verteidigen. Das ist eine risikohafte Sache, was wir machen. Und dann ist es nun mal so, dass man immer wieder den Tore kassiert. Das ist einfach Fakt, weil man nicht alles da verteidigen kann. Würde sich die Mannschaft ein anderes Spielprinzip wünschen, dieses 1-1 über den gesamten Platz? Das ist ja gerade das Thema, ne? Man ist da nicht eng genug da am Mann. Und wenn dann eine Lücke entsteht, wird es sofort gefährlich. Nein, das ist die Philosophie vom Trainer. Er gibt uns das vor und deshalb machen wir das auch als Mannschaft. Aber klar ist, wenn man die ersten 20, 30 Minuten sieht, dass das brutal schwer ist, wenn der Gegner das gut macht, sich gut bewegt, die Räume, ich glaube, St. Pauli hat das super gespielt, ich glaube, immer wieder einen freien Mann gesucht, dann ist es natürlich 1-1 hinten, das ist natürlich risikobehaftet. Und wenn dann eine Mannschaft so spielstark ist, das haben wir letzte Woche gegen Magdeburg gesehen, das haben wir jetzt gegen St. Pauli gesehen, dann wird es schwer für uns. Und dann müssen wir eine Phase überstehen und dann können wir uns aber auch nicht beklagen, wenn es 3-0 steht nach 30 Minuten. Timo, wie sehr steht die Mannschaft noch hinter dem Trainer? Das sind immer Fragen. Er gibt uns einen Plan mit. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit schwer für uns, das so zu sehen, das so zu machen. Weil wir natürlich immer wieder in diese Situation reinlaufen. Wir trainieren das unter der Woche, da sind wir akribisch. Aber wir haben 15 Gegentore. Aber wünschst du dir einen anderen Plan? Redet ihr mit ihm darüber, dass ihr kein gutes Gefühl habt, gerade ihr dort hinten drinnen? Ich glaube, wir sind stetig im Austausch, versuchen immer Sachen zu justieren, auch unter der Woche anzupassen. Aber es kommt immer wieder aufs Gleiche raus.